Gestern habe ich etwas entdeckt, was ich euch nicht vorenthalten möchte. Und zwar ist mit dem gestrigen Update, mit der Release-Nummer 329, dieser kleine weiße Fuchs in den SSO-Daten aufgetaucht. Und diesen kleinen Fuchs gibt es ja so noch gar nicht in SSO. Da gibt es ja bisher diesen kleinen Rotfuchs und diesen schwarzen, den schwarz-grauen, den man nur mit dem Starcoin zusammen erwerben konnte. Und nun können wir ja davon ausgehen, dass dieser kleine Fuchs auch bald den Weg ins Spiel finden wird. Mit seinem weißen Fell und diesen strahlend blauen Augen sieht er wirklich extrem niedlich aus, finde ich. Also definitiv wird uns in einem der folgenden Updates dieser Fuchs erwarten. Vielleicht auch schon nächste Woche, wer weiß, lassen wir uns überraschen. Daher kommt aber auch gleich die Frage auf, wie wird dieses Füchschen zu kriegen sein? Kann man ihn vielleicht kaufen, wie den roten? Oder wird er vielleicht sogar mal ein zukünftiges Geschenk sein, zum Beispiel zum nächsten Event? Ich weiß gar nicht, was als nächstes kommt. Der Geburtstag von Star Stable ist ja noch eine Weile hin, glaube ich. Der war im Oktober oder so, ne? Was ich jetzt natürlich nicht hoffe, ist, dass man diesen wie auch den schwarz-grauen nur mit Starcoins dazu erhält. Das wäre dann wirklich gemein. Weil diesen Fuchs würde ich wirklich gern haben, wenn er dann rauskommt. Und ich möchte nicht gezwungen sein, für einen Fuchs wieder Starcoins ausgeben zu müssen. Und das wird vielen anderen ganz sicher auch so gehen. Man kann ja nicht ständig Starcoins kaufen. Nun gut, Leute. Lassen wir uns überraschen, wann und wie der Fuchs in Star Stable erscheinen wird. Das war's schon mit meinem kleinen Data-Analyse-Video. Bis zum nächsten Mal. Ciao, Leute.